So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 6. September 2023 und gemeinsam mit XTB wollen wir uns einen Blick auf den DAX erneut. Den haben wir gestern schon hier zum Thema gemacht. Die Situation hat sich unwesentlich verändert, aber dennoch denke ich, dass die Price Action nun durchaus interessant wird, weil wir relativ klare Level haben und auch just in diesem Moment eine Attacke sehen auf die gestrigen Tagestiefs und ausgehend hiervon ein entsprechendes Bild in der Lage sind zu skizzieren. Bevor wir ganz offiziell starten wollen, natürlich werfen wir wie gewohnt zunächst einen Blick auf den Risikohinweis und wie gesagt, dann geht es auch in die Charts, in die X-Station. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter und teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis auf xdb.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, den deutschsprachigen Kundensupport hier im Berliner Büro anzurufen und eure Fragen zu stellen, zwecks Kontoeröffnung, zwecks Handelsplattform, zwecks Produktpalette, zwecks XYZ, was auch immer Trading-related, Broker-related dort sein sollte. Die Herren und Damen stehen euch dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ganz kurz in eigener Sache. Bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen, sondern als rein edukatives, informatives Event. Ihr könnt gerne die Möglichkeit nutzen, auch unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion eure Fragen zu stellen, sollten diese aufkommen. Aber wie gesagt, bitte nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Dann hier einmal die Kontaktdetails von XTB. Darüber hinausgehend einmal XTB als Brokerkurs vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr einmal hier in der Mitte aufgelistet. Darüber hinausgehend habt ihr auch, wie gesagt, die Möglichkeit, euch weitere Informationen zu ziehen, diesbezüglich auf der Webseite natürlich, auch über die X-Station natürlich und deren Funktionalitäten. Und genau auf diese wollen wir just jetzt in diesem Moment einen Blick werfen und wollen einen Blick werfen auf den DAX und die aktuelle Price Action. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ich hatte gestern ein Bild skizziert gehabt, sagte, das Schlüssellevel hier dürfte der Bereich von roundabout 15.850 sein. Unterhalb sind wir eher short, aber ich würde Short Plays besonders dann dahingehend managen, sofern ich sie auf den Weg bringe, dass ich mit dem Stop aggressiv hinterhergehe oder auf Momentum gehe, kurzzeitiges, möchte einen sogenannten Swing, einen Swing Short, erst in Betracht ziehen, wenn wir unter diese Region hier fallen, die ich heute jetzt mal gekennzeichnet habe mit diesem orangefarbenen Kasten. Das ist ungefähr der Bereich 15.500, 15.600 Punkte. Nochmal ganz kurz herausgestellt, warum diese Region, kann man im Daily Chart relativ gut hier erkennen. Wir kennen eine wichtige Unterstützungsregion innerhalb eines insgesamt bullischen Umfeldes. Auch der DAX ist ja in Richtung und auf neue Allzeithochs vorgestoßen im Windschatten der Wall Street und sieht jetzt seit einigen Monaten allerdings bereits diese Konsolidierung mit Schwierigkeiten, die 16.000 nach dem Unterschreiten dieses Bereichs zurückzuerobern. Konsolidiert also weiterhin und das ist eine wichtige Unterstützungsregion in diesem Kontext, denn sollten wir diese brechen, sehe ich keinen Grund, nicht davon auszugehen, dass es im DAX unter 15.000 und tiefer gehen könnte. Aber noch handeln wir nicht drunter. Und genau das ist der wichtige Punkt, der an dieser Stelle gemacht wird. Wir haben dann gestern in der Tat, ausgehend von meinen Ausführungen, die Ausführungen wurden nahezu vollständig dann von der Price Action im Anschluss bestätigt. Wir haben tatsächlich einen relativ scharfen Bounce gesehen, der hier in diesem Bereich um 15.800 roundabout einen Widerstand fand, den wir aber nicht in der Lage waren zurückzuerobern. Also die Vorgaben gestern interessanterweise an der Wall Street, sowohl im Spider, nehmen wir den jetzt mal den ETF auf den S&P 500 oder auch in den Qs, war weiter choppy seitwärts, leicht bärische Tendenz. Wir laufen wieder in Richtung hier der 5-Tage-Linie, das ist dieser schwarze gleitende Durchschnitt, das ist der EMA 65 auf 30-Minuten-Basis. Auch im Falle der Qs, da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt. Tech war gestern relativ solide unterwegs, auch Tesla hat man vielleicht gesehen, also eigentlich ein durchwachsenes Umfeld, aber Tesla mit einem relativ scharfen Bounce handelt jetzt wieder um 2,57 ungefähr. Aber insgesamt, also
choppy seitwärts. So wie eigentlich auch erwartet, vor dem Hintergrund, dass wir nächste Woche mit den Inflationszahlen eigentlich erst den nächsten potenziellen Makro-Trigger haben, beziehungsweise auch der Earnings-Kalender sehr, sehr dünn ist, nachdem Nvidia vor rund 2 Wochen Zahlen vorgelegt hatte. Und der DAX in dieser Konstellation, verhältnismäßig schwach, möchte man fast sagen, hat also nach diesem kurzen Bounce initial, wie gesagt, wir sehen Abgabedruck, sehen da nochmal marginal tiefere Tiefs, aber nur eben marginal, keinen nachhaltigen Bruch, kein Follow-through und dann einen relativ scharfen Bounce. Und das war mit einer dieser Szenarien, was ich skizziert hatte, wo ich sagte, da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, ob ich mich hier dann länger in Erwartung eines stärkeren Abwärtstrends antizipieren, vielleicht auf einen Break unter die 15.500, 15.600er Region Short positionieren wollte, weil ich kann mir relativ zügig vorstellen, dass nach initialem bärischen Momentum Käufer reinkommen und zu einer schärferen Gegenbewegung beitragen. Und das ist genau das, was wir hier zu sehen bekommen haben. Aber wir rollten dann über in den Nachmittagabend hinein und sehen jetzt, dass wir heute früh genau diese Region um die Tiefs von gestern gebrochen haben. Und jetzt wird es halt ganz interessant. Wir haben bis dato noch keinen Trade. Aber wir haben klare Level, ausgehend hier von der Stundenbetrachtung, meiner Einschätzung nach. Wir können nämlich sagen, sollten wir unterhalb die Tiefs von gestern fallen, und wir haben kurzen Stich reingesehen jetzt, aber noch keinen nachhaltigen Bruch, so viel ist an dieser Stelle klar. Sollten wir aber jetzt ganz besonders unter dann auch neue Tagestiefs markieren, sollten wir also den Bereich 15.700 nachhaltig brechen, dann wäre realistisch davon auszugehen, dass wir eine ernsthafte Attacke auf die 15.500, 15.600er Region zu sehen bekommen und dann auch eventuell einen ernsthaften Versuch, tiefer zu brechen. Oder aber wir sehen ein Abziehbild dessen, was wir gestern zu sehen bekommen haben. Bis dato deutet ja einiges darauf hin. Flash tiefer, kurzer Bounce. Jetzt halten wir eventuell unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Dann ausgehend davon sehen wir vielleicht nochmal eine kurze Attacke tiefer. Dann ist die Frage, nachhaltiger Bruch tiefer oder nur ein kurzer Stich rein und dann erneut so ein Reversal wie gestern. Das würde zwar insgesamt noch keine weitere, Bullishness nach sich ziehen. Also für uns nicht unbedingt bedeuten, okay, dann ist der Boden drin und dann sollten wir uns long positionieren. Dafür wollten wir erstmal sehen, dass die 15.850er Region zurückerobert wird. Aber es wäre zumindest mal die Wahrscheinlichkeit erhöhend, dass wir an einem höheren Tief bauen. Und dieses höhere Tief, das ist ja durchaus eine ernstzunehmende Option für einen eigentlich ja saisonal bekannten bärischen Monat. Der September ist bekannt als eigentlich ein Börsenmonat, der unterperformt oder underperformt an dieser Stelle. Nur die Gesamtkonstellation spielt eine ganz wesentliche Rolle. Wir wissen, dass wir im S&P zum Beispiel, jetzt sind wir vom DAX so ein bisschen weg, aber im Hinblick auf den S&P, dass wir aktuell mehr als 10% year-to-date vorne liegen. Wenn wir mehr als 10% year-to-date positiv performt haben bis Ende Juli und dann im August negative Vorgaben gesehen haben, so wie in diesem Jahr, zurückgehen bis ins Jahr 1950, ist das tatsächlich nur 10-mal vorgekommen, dann ist es so gewesen, dass in 8 von 10 Fällen, also in 80% dieser Fälle, dass wir für den September positiv notiert hatten am Ende des Monats, nämlich 2% und mehr im Plus im Schnitt. Und das Zeitfenster September bis Dezember war sogar im Schnitt roundabout 10% fester. Also das heißt, wo normalerweise ein saisonal schwacher Börsenmonat uns bevorsteht, in der Gesamtkonstellation, so wie dann in der Vergangenheit aufgetreten, zurückgehend bis ins Jahr 1950, haben wir aktuell eher ein Umfeld, in dem wir positiv performen. Und genau da würde natürlich dann das Ausbilden eines höheren Tiefs hier entsprechend ins Spiel kommen, denn auch, wie gesagt, wenn wir bis dahin noch keinerlei Bestätigung haben, aber es würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir, ich zeige dir erstmal ganz kurz, was ich gerade den XTB-Kunden hier gezeigt habe, dass wir so eine inverse Schulterkopf-Schulter an der Stelle ausbauen und dass wir ein höheres Tief ausbauen, welche dann die Formation bestätigen würde mit einem Break über die 16.050. Da sind wir bei weitem noch nicht, aber man sollte auch die aktuell hier stattfindende Price Action eventuell aus dieser Perspektive betrachten. In dem Moment, wo wir jetzt hier, und wir sind im übertragenen Sinne an einem Scheideweg, sollten wir jetzt die 15.700 nicht halten, beziehungsweise nachhaltig brechen und unterhalb uns stabilisieren, dann wäre eine ernsthafte Attacke nochmal auf die 15.500er, 600er Region zu erwarten, die dann dieses mögliche SKS-Bild zerstören würde, in Anführungsstrichen, denn wir würden ja dann in diese Gefilde laufen und an dieser Stelle offensichtlich kein höheres Tief ausbilden, sondern eventuell eher ein tieferes, was dann sogar übergeordnet, ausgehend von dem Daily Chart, den wir jetzt ja gerade zum Thema gemacht hatten, sogar vielleicht dann
Short-Positionen nach sich zieht, mit dem Ziel, dass es im DAX eher früher als später zu einer Attacke auf und einem Fall unter die 15.000 Punkte-Marke kommt. Also durchaus spannende Konstellation, die wir aktuell vorfinden. Schauen wir mal, was wir zu sehen bekommen. Alle weiteren Details bzw. Verläufe dann morgen hier. Guten Morgen, Börse. Gemeinsam mit XTB. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.